Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal gesagt haben, ich will nicht, mache ich nicht. Als ich gestern die Kommunionkinder, und einen sitzt jetzt zu meiner Rechten, gefragt habe, ob sie das schon mal gesagt haben, gingen die Lippen etwas zusammen und die haben Stickung gehalten. Dann hat sich ein Mund so ein bisschen bewegt, wurde etwas lockerer und ich sage, und, wie sieht es aus? Ja, schon, habe ich schon mal gesagt. Die anderen waren erlöst und haben eingestimmt, ich habe es auch schon gesagt. Stimmt das so? Ja, war so. Kinder sind noch ähnlicher als Erwachsene und die sagen einfach, will ich nicht, mach das nicht, ich habe keinen Bock, keine Lust, ich gehe spielen, mach sonst was, aber doch nicht das, was die Erwachsenen sagen, für blödes Zeug. Wenn wir sagen, könnten oder vielleicht auch sollten, ich will nicht, haben wir längst etwas gedecktere Aussagen. Die eine Aussage kann sein, wenn ich nicht sagen möchte, so offensichtlich, ich will nicht, dann sagen wir zum Beispiel, ich kann nicht. Klingt besser. Kann natürlich sein, dass einer nicht kann, keine Frage. Nur, ich vermute mal, dass ab und zu hinter einem ich kann nicht, ein ich will nicht, ich mach das nicht, habe keine Lust dazu, brauche ich nicht. Es geht ja immer um die Situation, dass ich angefragt werde. Der Vater fragt ja die beiden Söhne. Und die Bitte des Vaters war ja nicht unbegründet. Der Weinberg ruft nach Händen, die Trauben wollen geerntet werden. Das ist also ein sachlicher Grund da, das ist quasi eine Notwendigkeit da. Will nicht. Und das andere, wie wir das, ich will nicht vermeiden, weil wir wissen, dass das schon ein bisschen komisch ist, ist so ein bisschen moralisch bedenklich, dann sage ich, ich habe keine Zeit. Keine Zeit. Man kann den Spieß rumdrehen, es muss nicht immer sein, ich sage nur kann, will er sich nicht angegriffen fühlen. Wenn ich den Spieß rumdrehe, sage ich, ich habe für alles andere Zeit, aber dafür nicht. Oder für dich nicht. Mir ist alles andere wichtiger. Aber das brauche ich nicht. Wenn wir in solchen Momenten merken würden, was wir uns schon selbst angetan haben, würden wir etwas kritischer werden uns selbst gegenüber. Denn jedes Mal, wenn ich sage, ich will nicht, dann habe ich nicht das im Blick, was jetzt mein Leben zu tun ist, wo ich gefordert bin. Und in der Regel ist es so, dass ich mir nicht klar mache, was es für den anderen bedeutet. Wenn ich sage, will nicht. Mach's doch alleine, geh allein in Weinberg. Komm selbst zurecht mit deinem Leben. Bitteschön. Eine Frau gerät in eine tiefe Krise, psychisch, mit Depression, kommt in eine psychosomatische Klinik, 8 Wochen, glaube ich, oder 10 Wochen, kommt zurück zu ihrem Mann. Dann sagt sie, sie macht einen Erste-Hilfe-Kurs. Dann hat sie ihren Beruf, ihre Stelle gewechselt, hat irgendwas anderes gemacht, weiß nicht, was das war. Und so 6 Wochen später sagt sie, ich ziehe aus. In Form von, ich will nicht mehr. Kein Streit, kein Gespräch, nichts. Ich gehe, tschüss. Der Mann sagt, ich habe sie geliebt, aber in diesem Moment. Die waren lange verheiratet.
haben Kinder zusammen. Die Wohnung war schon gemietet. Sachen gepackt und weg war sie. Jetzt fällt er in ein tiefes Loch. Männer, die nicht so gern sind, daran wollten. Er hat sich einen Strick gekauft. Der Strick lag im Kofferraum und immer wieder kamen ihm so Bilder vor, wo es denn sein könnte. Und der Himmel kam ihm entgegen. Er wollte nach Österreich fahren, irgendwie vielleicht doch noch sich jemand besuchen oder ich weiß nicht warum. Das haben andere mitbekommen und fragen, ob sie mitfahren können. Das war seine Rettung. Sonst hätte er sich suizidiert irgendwo und sie hätte es tragen müssen. Nicht so einfach. Ich will nicht. Jetzt ist das Evangelium so gnädig und Gott so gnädig, dass er uns nicht verbietet, ich will nicht zu sagen. Wir dürfen das schon mal sagen. Doch wenn ich das sage und hinterher nichts merke, dann ist die Gefahr da, dass ich mich daran gewöhnt habe. Dann rührt sich mein Gewissen nicht mehr, was für mich normal ist, zu sagen, nö, ich will jetzt nicht, mach's allein. Doch wenn, wie es im Evangelium ist, der eine Sohn sagt, ich will nicht, und dann doch auf sein Inneres hört, dass ihm schon sagt, du, hör mal, das war jetzt nicht so toll, was du demjenigen gesagt hast, dass du dich verweigert hast. Und es einsieht und handelt, bestens. Kein Vorwurf. Bestens. Diese Stelle ist so wichtig, weil wir heute, oder viele neigen, ich kenne es auch, zu einem gewissen Perfektionismus. In der Schule ist am besten null Fehler im Aufsatz oder Diktat. Alles richtig, na klasse. Bloß nichts falsch machen. Ist schlecht. Aus dem, was ich falsch mache, kann ich viel mehr lernen, als wenn ich alles richtig mache. Fehler sind zunächst für gut sein. Man sollte niemanden bestrafen wegen eines Fehlers. Aber wenn ich den Fehler ständig wiederhole und gar nicht mehr merke, dass es einer ist, dann, wie gesagt, geht es am Charakter ran, dann werde ich Charakter, schwachen Charakter losbrechen. Das heißt, das Evangelium sagt, ja, du darfst es mal sagen, du darfst auch mal lügen, ich kann nicht oder ich habe keine Zeit und so. Aber dann soll es mir, ach ja, nicht so gut. Einsehen, bereuen, haben wir früher gesagt, steht am rückwärtigen Text. Einsehen, dass ich dem anderen damit nicht gerecht geworden bin. Und ich kann ja immer den Spieß umdrehen, wie geht es mir, wenn ich dringend Hilfe brauche und der andere sagt, nee, ich habe was Wichtigeres zu tun. Er sagte da nicht, was das Wichtigere ist. Aber das genügt dann. Und dann der zweite, das kennen wir auch von uns selbst. Ich sage, ja, ja klar, mache ich. Keine Frage. Ich bin dabei, ich mache mit, ich helfe dir. Und dann geschieht nichts. Nichts. Ist nicht da, kommt nicht. Wer so unterwegs ist und es auch nicht einsieht, der hat verlernt, sich und den anderen ernst zu nehmen.
einfach nicht mehr ernst. Wenn ich sage, ich komme und komme nicht, dann bin ich nicht mehr ernst zu nehmen. Und das ist schlimm. Wer sich selbst, sein Wort, das er gibt, nicht mehr ernst nimmt, was wird das sehen? Der macht sich, Entschuldigung, ich muss es so krass sagen, zum Depp. Der wird ein Depp. Kein Verlass. So geht doch keine Beziehung. So kann ich kein Freund sein. Wenn er sagt, ja klar, ich komme heute Mittag, wir machen das, taucht nicht ab. Es geht in keiner Partnerschaft auf Dauer gut, in keiner Freundschaft, in keiner Beziehung, selbst im Arbeitsleben wird es nicht funktionieren. Das heißt, die Wurzel dieses Übels liegt darin, ich nehme mich gar nicht ernst. Was ich sage, hat kein Gewicht. Es bedeutet nichts. Ist einfach so daher gesagt, dahin gesagt. Ja, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder nicht gesagt habe und so. Und der erfüllt den Willen des Vaters nicht. Der merkt es ja auch nicht. Jetzt nochmal zum ersten Sohn zurück. Es kann ja sein, dass der, wenn der Vater sagt, es ist früh um 8 Uhr und ihm kommt er so um 11, 12 Uhr und sagt, jetzt wird es aber Zeit und geht um 1 Uhr zum Weinberg. Hat er den Willen des Vaters erfüllt oder nicht? So mancher wird sagen, der ein bisschen streng ist, nein. Gott ist so streng nicht. Der hat den Willen des Vaters erfüllt. Denn es geht nicht um unseren Perfektionismus, der uns krank macht, sondern es geht darum, einsichtig zu sein. Ja, das war nicht gut. Hätte ich anders machen sollen. Dann ist alles bestens. So gnädig darf ich mit mir umgehen und so gnädig kann ich dann auch mit dem anderen umgehen. Das ist menschlich. Alles andere ist hart. Ich ende mit einem Satz, der stimmt im Deutschen nicht, aber vielleicht können Sie ihn nehmen. Der Wille, den wir haben alle, der ist gut und gefährlich. Ich kenne sehr windstarke Menschen, die haben sich sehr stark aus dem Leben rausgeschossen. Erfolgreich. Perfekt. Aber aus dem Leben haben sie sich rausgeschossen. Die waren am Ende ihres Lebens nicht erfüllt. Deswegen sage ich, möglichst wenig Wille und möglichst viel Wollen. Möglichst wenig Willen